Moin Leute, willkommen zu neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Letzte Folge sind wir angekommen. Na Lydia, die Rüstung steht dir. Überhaupt? Der Audio ist an. Es ist. Komm, Lydia. Wir haben ein weiteres Wort der Macht vor uns. Sieh sie. Lydia wieder mit Nekromantie unterwegs. Silberheimer. Soll ich mir looten? Irgendwo ist denn durch. Oh. Ein. Diese Meere werden einfach relativ verdächtig aus. Dinge sich abgeschlossen. Da steht, wir sind im Jahr 4. Ära 201, 25. Eisjahr. Oh, hier kriegen wir Dings. Ah, wie kommen wir in die Krypta? Ich habe nur gelesen, aber dass es für eine Quest benötigt wird. Weil ich würde gerne den zweiten Teil von Yol haben. Feueratem. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber erstmal Richtung der Höhle. Erstmal den Hain, dann die Höhle. Gehen dann zum Schrein, gehen dann schnell nach Weißlauf.
hoffen, dass unser Pferd dann wieder da ist, sonst habe ich keinen Plan, wo unser Pferd ist. Und dann? Komm her! Wieder schönes dran. Ui. Das ist relativ viel, aber das brauchen wir nicht. Das hier. Dann gehen wir zu der Höhle. Wieso auch immer wir diese Höhle übersehen haben. Ah, die Festung haben wir auch nicht gemacht. Ach, das ist die, glaube ich, ja, für die Rotbadonen-Quest meine ich. Da gehen wir, glaube ich, erst rein, wenn Quest angenommen haben. Lydia, wo bleibst du? So. Lydia! Aber wir können erstmal jetzt entspannt auf Level 32 aufsteigen. Nein, da wollte ich gar nicht machen. Fähigkeiten, sondern ich will jetzt, weil wir zwei Handler nicht, bei der 2 sind wir schon auf 90. Da ist auf 100 das schaffen. Außer haben wir noch mal drei extra. Oh ja, 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 ja. Oh, ist das schön, oh, ist das schön. Vorsichtig!
Ja. Oh, wenn wir die Waffe noch mal aufrüsten, ey, holy shit. Hallo? Hallo, ist jemand zu Hause? Heißt, wir gehen jetzt mal in die Festung rein. Graumoor. Hallo? Ist das aber eine Überraschung? Okay. Wozu die Eile? Hier, wir fahren vorrücken. Bevor wir vorrücken, gehen wir erstmal in den Raum hier. Oder ist das der richtige Weg? Weil andere scheinen nach oben zu gehen. Ich glaube nämlich, dass das der richtige Weg ist, ja. Ich glaube, das hier müsste einfach mal eine normale Kammer. Ich koche, putze und tue an. Das, was man sonst noch von mir verlangt. Will hier bitte keinen Zivilisten erwischen? Aus Königin Band 3. Das ist. Ja, okay, da geht noch ein Keller. Okay. Bitte, wir gehen erstmal in den Keller. Ah, okay, das ist ein Hintereingang. Seiteneingang. Und oh, den hätten wir uns ja nicht aus der F durchschleichen können. Oh.
Aha. Kerker. Gehen wir erstmal in den Kerker rein. Eisenrüstung. Ist hier auch noch ein Zugang zum Keller? Für einige Jäger. Ist mein Geschmack und haben wir mal alles, Frau Lydia. Wir verlassen den Kerker und gehen jetzt nach oben den Weg lang. Auch ein Zugang zum Kerker. Müsste der Turm sein. Was, Lydia, was? Ja. Okay, also nicht also da. Aber die Bücher holen wir uns doch mal. Aber wenn wir eh genügend Bücher haben, aber egal. Jetzt kommen wir jetzt ganz oben auf den Turm. Jetzt sind wir da nicht abgeschlossen. Ah, ich glaube, die müssen wir einnehmen. Ja, oder später. Eigentlich waren wir jetzt überall in der Festung. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Alle Türen, die wir gefunden haben, bislang. Wie kamen wir raus? Huh? Oben kommen wir nicht mehr hin. Das ist der Zugang zum Kerker. Ja.
waren wir schon drin. Oben ist der andere Zugang zum Kerker. Das war alles. Lydia, dann gehen wir erstmal wieder zu unserem Ziel, den Stein von Talos. Für die Leute, die fragen, dass wir keine Schnellreisen machen oder eher selten Schnellreisen machen, liegt daran, weil es halt immer ganz cool ist, durch Himmelsrand zu laufen. Aber halt in Skyrim hast du halt die ein oder andere Begegnung. Also halt so Zufallsbegegnung und so, was halt von teilweise ganz cool ist. Teilweise baut so ein Drache auf, dann hast du so eine kleine die Patrouille. Da hast du irgendwie einen Dieb, der gerade auf der Flucht ist oder so. Das finde ich halt ist sehr cool gemacht. Dann kommt auch immer so ein einfach ja bisschen Skummerhändler oder einen Nachtschwärmer kann man auftauchen können. Oder einfach Kopfgeldjäger. Banditen. Drachen, habe ich auch schon erwähnt. Ist schon teilweise ganz cool. Und vor allem sieht man dann schön die Landschaft von Skyrim. Vor allem dann sieht man nicht so viel. Weil ich glaube, wenn wir nur Schnellreisen machen würden, hätten wir die Hälfte der Orte gar nicht gehabt. Und in den meisten haben wir halt abgeschlossen sogar. So, wir gehen jetzt halt nördlich an Weißlauf vorbei. Ein, also am Wachturm, da wo wir Kopfgeld haben, wir sogar Kopfgeld oder haben wir bezahlt, jetzt wo wir waren, weil wir da ein kleines kleinen Vorfall hatten an dem Wachturm dahin. Ah, ich denke mal nicht. Ist das eigentlich schon mit? So, ich bin. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Mehr habt ihr nicht auf. Ein Gegner. Feuerholz können wir zum Bart verwenden. Ich hätte die Kutsche überfallen. Safe. Steppt, Alter. Steppfressen gefühlt mit die. Aber geht. Oh, ist okay. Bitte. Bitte, was? Wo kam die her? What the fuck? Wo? Oh. Ach, nee. Och, das ist eine Verarsche, als ob. Also.
Wo kamen die denn jetzt auf einmal her? What the fuck? Davon. Ja, okay, wir tragen aber auch keinen Helm. Das ist das Ding. Wir brauchten eigentlich auch mal dringend einen Helm. Ja, ich probier's nochmal. Hier gar nicht irgendwo anlaufen. Das ist ein Jäger. Lydia! Jäger! Lydia! Bald die gleich kommen. Bevor ich loote. Werden wir Dings machen hier. Vielleicht gleich den das Eisform einsetzen. Die Kinder einfach zufrieden. Hallo. Ist das aber eine Überraschung? Alter, nee, ne? Vielleicht kommt ein Hinterhalt. Den alten Nordfall, okay. Die. Wo ist der dritte? Haben wir schon jetzt? Nee. Ja, hier oben haben wir noch mal. Oh Gott. Da
Okay, wenn wir das Pferd nehmen, dann wird es stehen. Wo wir nirgendwo. So. Das ist auch ganz schön runtergekommen, wenn die ganzen Verteilungsanlagen hier weiß laufen. Aber okay, ist halt auch klar, dass mein Darren müsste so nicht allzu lange nach dem großen Krieg gehen. Meine ich. Also Altmeri Dominion gegen Kaiserreich. Einiges. Einiges. Okay. Eins war mit der Beginn des Krieges. War ja, meine ich, Ära 4, Ära 125. Da ist der Schrein von Talos. Okay, jetzt bin ich wieder ernst rein. So. Jetzt haben wir das Ding. Da. Da ist eine, aber das ist leicht und halt doch. Ja, gut, was hat, da ist keine Truhe, oder? Warte. Also, ich dachte, ich hab von Stein zu Stein zurück. Bin ich auf dem Stein hoch. Komm, Lydia. Ja, interessant, glaube ich, auch in dieser Perspektive zu spielen. Lager. Lager. Ja, wir müssen aber nach Weiß laufen. Wir sind zwei Höhlen. Dann müssen wir erstmal die Höhle machen hier. Die Höhle will ich machen, danach will ich die Höhle machen, danach gehen wir nach Weitlauf. Finally. Der Krieger, glaube ich, geht noch nicht. Eisenerz! Eyewitnesses.
Holla. Eins. Ja, komm. Tag. Bandite. Komm ich aus der Nähe? In der Nähe befindet. Ah, nee, wir hatten den Lager. Okay, never mind. Okay. Der Lagerfahrer. Was war das? Ja. Okay. Hier war keine Truhe. Zwei Banditen. Dann gehen wir raus und gehen jetzt zur anderen Höhle. Weil ich hier mal kurz gucken kann, die Aufnahmen schon geht. Okay, wir sollten langsam enden. Aber. Moment. Nein! Das sieht ja mal krass aus. Oh, really. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, Karte und verpasst nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.